Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Werner Vino. Ja, heute, ja, bisschen Club-Outfit. Der Club hat ja auch mal wieder gewonnen. Drittes Spiel in Folge. Ja, irgendwie ist ein bisschen Aufbruchstimmung zu erkennen. Bader weg, neues Management. Der Club spielt gut. Man weiß gar nicht, wie das davor war. Eigentlich weiß man schon, da war bitter genug. Aber wenn es schon mal um den Club geht, dann habe ich mir gedacht, probieren wir auch mal was von einem Club-Fan. Nämlich, wir probieren heute nochmal Weine von Weingut Markus Hillerbrand. Da waren wir ja schon on Tour und haben die Weine noch nicht probiert hier bei uns. Aber ja, wir haben gesagt, wir machen jetzt nochmal eine kurze Folge darüber. Und ich habe zwei Weine rausgesucht. Freue mich auch schon drauf. Ja. Im Eichelmann wurde Markus Hillerbrand ja jetzt auch noch ein bisschen geehrt. Und auch im Gomeo. Also auf jeden Fall kann man sagen, hier handelt es sich um ein aufstrebendes Weingut und ja, dann probieren wir einfach mal. Als erstes heute, den hatten wir schon beim On Tour probiert, Weißer Burgunder vom Hüttenheimer Tannenberg. Wir sind also hier Grenze Mittel- und Unterfranken. Also, wie gesagt, Weingut Hillerbrand, aufstrebendes Weingut aus Franken. Und der Weißburgunder ist immer noch so schön wie damals. Also, das muss ich jetzt echt mal sagen, der war damals schon gut und heute ist er eigentlich auch noch gut. Auch ein bisschen mineralisch, Banane ist auch noch da. Gefällt mir auch immer noch ganz gut, so leichte Bananenaroma. Mhm. Mhm. Das ist also auch ein Wein, der im Stahltank ausgebaut ist. Also es soll jetzt weniger diese Holzaromatik haben, die wir jetzt schon in letzter Zeit öfter mal probiert haben. Hier eher klar, fränkisch, mineralisch, leichte Fruchtaromatik, aber die ist auch da. Ist einfach ein Weißburgunder mit absoluten Trinkgenuss. Der bleibt jetzt immer noch auf der Zunge. Ist also sehr extraktreich. Wir haben eine Säure, die wird unterstützt auch durch so leichte Restsüße. Also ist nicht fränk, komplett trocken, finde ich. Aber ist auf jeden Fall gut. Klassischer Fischbegleiter, würde ich sagen. Und die Fließgeschwindigkeit ist gut. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Weißburgunder. Hat echt was. Und der Preis, der ist halt auch echt der Hammer. Der ist bei unter 6 Euro ab Weingut. Ja, also da kann man echt nicht meckern. Das ist absoluter Geheimtipp eigentlich. Also ich würde den auf jeden Fall probieren. Ist halt klassische Klassifikation, Kabinett trocken vom Hüttenheimer Tannenberg. Also ist auf jeden Fall über den 40. Als zweites haben wir nochmal was wir nicht damals probiert hatten, wenn ich mich recht erinnere. Das ist nämlich der steile Südhang, auch Hüttenheimer Tannenberg.
weil Markus Hillerbrand will so ein bisschen auch so die Lage zeigen. Also das ist ja eben der steile Südhang. Also er macht auch einen gescheit trocken, weil er auch dann zeigen will, dass dieser Silvaner gescheit trocken ist. Hier haben wir halt den steilen Südhang. Da sind wir auch ein bisschen preislich über den 5 Euro. Da sind wir so, wir kratzen da so leicht an den 10 Euro. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Also den müsst ihr dann wahrscheinlich vom Jahrgang 2015 besorgen. Sehr. Ich würde sagen, so. Auf jeden Fall mineralisch, also das kommt, die Mineralik kommt hier total durch. Gepaart mit einer gelben Frucht. Gefällt mir auch sehr gut. Gefällt mir richtig gut, der Silvaner. Der ist echt klasse. Wirklich so im Geruch so was Salziges auch dabei. Dann eben so sind es Aprikosen. Nektarinen. Nektarinen trifft es eher. Auf jeden Fall ein toller Silvaner, jetzt so vom Geruch her. Und ich habe dieses Jahr einige Silvaner probiert. Der ist gut. Super. Ich schmecke jetzt noch absolut klarer, prägnanter Silvaner auf den Punkt gebracht. Der ist super. Super. Gefällt mir. 44. 44 Punkte, sage ich jetzt mal, bei dem hier. Der ist klasse. Also von der Tagesform heute, einfach der Silvaner. Spitzenklasse, schmeckt mir richtig gut. Von heute eben die 44 Punkte der Weißburgunder. Auch ein schöner Wein, richtig gut. Aber nicht ganz so stark wie der Silvaner jetzt meiner Meinung nach. Ist jetzt so bei 41 Punkten. Aber beide sind echt klasse. Also richtig gut. Also Kompliment. Vielleicht sollten wir so einen Boxbeutel oder ein paar Boxbeutel noch dem Club zuschießen, dann klappt es vielleicht diese Saison noch mit dem Aufstieg und da würden wir uns ja alle freuen. Na gut, auf jeden Fall heute zwei schöne Weißweine vom Weingut Hillerbrand, 44 und 41 Punkte. Das ist schon mal echt was wert, gefällt mir gut. Ja, also dann. Ich trinke jetzt noch ein Gläschen davon. Habt ihr einen schönen Abend und wenn ich es recht gesehen habe, liegen die Bayern auch hinten. Also, das ist ein schönes Wochenende. Macht's gut. Servus. Ciao.